So, in dem Video soll es darum gehen, mal die Menge von Zahlen zu betrachten. Ob sie nun ein Körper oder ein Ring sind. Ja, ich hätte es vielleicht andersrum sagen sollen, ob es ein Ring oder sogar ein Körper. Oder vielleicht auch gar nichts von beiden. Und da fangen wir mal an mit der Menge der natürlichen Zahlen. So. Ja, wie sieht das da aus? Plus und mal. Ja. Was haben wir? Also bei den natürlichen Zahlen. Ich hatte auch schon mal ein Video dazu gemacht. Ich meine mal Mathematik als Struktur. Genau. So habe ich es genannt. Und da habe ich ja sowas gemacht wie die natürlichen Zahlen. Ne? Plus die Menge der natürlichen Zahlen muss wieder die Menge der natürlichen Zahlen ergeben. Allerdings habe ich dann einen Kommentar gelesen, also da hat sich jemand auch drauf kommentiert und meinte, da dürfte die 1 nicht mehr dabei sein. Ist richtig. Ist ganz richtig. Und zwar, die Menge der natürlichen Zahlen, so für sich ist erstmal noch keine Null mit drin. Also die Menge der natürlichen Zahlen sieht ja so aus, ne? Die ist ja, ich mach's dann nochmal, die fängt nicht mit der 0 an, sondern die fängt mit der 1 an. 1,2,3,4 und so weiter, ne? Ja, das ist auch noch lange nicht Schluss. Und da kann man jetzt hier immer weitermachen. Immer weiter zählen. So, also man sieht, da ist keine 0 drin. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, 1 plus 1 kann nicht 1 sein. Ne? Also müsste ich sogar noch die 1 ausschließen, das ist das 1-Element. Machen wir das mal, so die 1, so, dann haben wir es hiermit ausgeschlossen. Also die kann dann nicht mehr dabei sein, aber alle anderen aus den natürlichen Zahlen. So. Prüfen wir doch mal. Also. Assoziativgesetz. A plus Klammer auf B plus C Klammer zu. Das muss sein Klammer auf A plus B Klammer zu plus C. Und in natürlichen Zahlen ist das gegeben. Ja. Jetzt kann man weiter gucken. Gibt es denn eigentlich ein inverses Element? Oder noch lange nicht. Gibt es eigentlich ein neutrales Element? Für die Addition brauchen wir die 0. Da stellen wir fest, die 0 haben wir nicht. Also kann es kein Ring mehr werden. Und erst recht keinen Körper. Weil da haben wir bezüglich der Addition haben wir da nur eine Halbgruppe. Hätte ich bei den Gruppen schon sagen sollen. Eine Halbgruppe ist, wenn die Menge bezüglich der Operation abgeschlossen ist, muss es sowieso, und das Assoziativgesetz muss gelten. Das reicht dann schon. Dann ist es eine Halbgruppe. Dann ist die Menge bezüglich dieser Operation, ja, oder eben auch Verknüpfung, eine Halbgruppe. Wenn zusätzlich in der Menge noch ein neutrales Element existiert, also wenn es tatsächlich ein neutrales Element gibt, dann ist die Menge
bezüglich der Verknüpfung ein Monoid. So wird das dann genannt. So, und wenn die Menge, also wenn jedes Element in der Menge bezüglich dieser Verknüpfung dann auch ein inverses Element enthält, ne, dann ist die, dann ist es tatsächlich eine Gruppe. So, und wenn zusätzlich die Menge auch noch kommutativ ist, also so dass ein Element A und B, also A verknüpft mit B, gleich B verknüpft mit A, wenn das auch noch gilt, dann nennt man die Gruppe Abelsch oder kommutativ. Das ist eine kommutative Gruppe. Abelsch benannt nachher einen Herrn Abel. Müsste man bei Wikipedia nachgucken. Ich habe den Vornamen jetzt nicht im Kopf. Steht aber bei Wikipedia drin. Okay, also bei den natürlichen Zahlen haben wir bezüglich der Addition nur eine Halbgruppe. So, und bezüglich der Multiplikation, da gilt ja A plus, das fange ich wieder mit Plus an. Ich meine natürlich das Mal. So, Klammer auf, B mal C, Klammer zu, ist gleich, Klammer auf, A mal B, Klammer zu, mal C. So. Jetzt können wir weiter gucken. Gibt es ein inverses Element? Siehe da, es gibt. Und zwar die 1. 1 mal A ist gleich A mal 1 ist gleich A. Also muss ja A wieder rauskommen. Also die 1 bezüglich der Multiplikation, die macht nichts. Die hat auf die Multiplikation keinen Einfluss. So, jetzt können wir noch weiter gucken. Gibt es ein inverses Element? Und siehe da, es gibt kein inverses Element, weil die Division da noch nicht gegeben ist. Nein. Komme ich später noch dazu. Die gibt es nämlich erst bei den rationalen Zahlen. Nein. So, gucken wir mal weiter. Nehmen wir mal die Menge der natürlichen Zahlen mit 0. So. Auch wieder Plus und Mal. Also die Menge der natürlichen Zahlen sind weder Ring noch Körper. So. Gibt es das Assoziativgesetz, also A plus Klammer auf B plus C Klammer zu gleich Klammer auf A plus B Klammer zu plus C. Klappt. Ne? Das gilt aber allerdings noch A plus B gleich B plus A. Und hier haben wir auch, bevor ich das vergesse, A mal B ist gleich B mal A. Aber das nützt uns nichts. Es scheitert ja schon bei der Addition, dass es kein inverses Element gibt bei den natürlichen Zahlen. So, und hier haben wir ein inverses Element, aber vorher schreibe ich noch auch wieder hin, A plus B gleich B plus A. Und, also die Addition ist kommutativ. So,
Hat die Addition hier ein neutrales Element? Hat sie. 0 plus a ist gleich a plus 0 ist gleich a. So. Jetzt kann man noch gucken, gibt es da inverse Elemente? Da gibt es keine. Ne? Die gibt es dann erst bei den ganzen Zahlen. Weil dazu brauche ich dann negative Zahlen. Also, da fällt es auch wieder flach. Kein Ring und auch kein Körper. Da brauche ich jetzt gar nicht mal weiter gucken. Oh, gucken wir uns mal die ganzen Zahlen an. Ne? So. Plus. Und mal. Da haben wir auch wieder A plus Klammer auf B plus C. Klammer zu gleich Klammer auf A plus B, Klammer zu plus C, gilt A plus B ist gleich B plus A, funktioniert auch. Hier gibt es auch ein neutrales Element wieder, die 0. 0 plus a ist gleich a plus 0 ist gleich a. So, gibt es bei der Addition inverse Elemente? Die gibt es. Und zwar haben wir die negativen ganzen Zahlen. Da habe ich mal ein Video gemacht, Mengenlehre. Da habe ich dann einfach mal die Zahlentheorie, ne? Die habe ich dann da in die Mengenlehre mit reingenommen, um Mengenlehre zu erklären. Da habe ich dann sozusagen gleich die Mengenlehre und die Zahlentheorie zusammengefasst, damit man das leichter verstehen kann. Weil wenn ich da angefangen hätte und Mengen abstrakt versucht hätte zu erklären, das wäre total chaotisch geworden. Und da habe ich mir dann gedacht, na gut, nehme ich dann halt die Zahlentheorie, damit man da ein bisschen was Anschaulicheres hat. So, weiter geht's. Also bei den ganzen Zahlen hat man inverse Elemente. Also a plus Klammer auf minus a Klammer zu ist gleich Klammer auf minus a Klammer zu plus a ist gleich 0. Wäre das auch abgehakt. Jetzt gucken wir weiter. Jetzt gucken wir mal zur Multiplikation. Da haben wir a mal Klammer auf b mal c Klammer zu ist gleich Klammer auf b. Warum so mache ich jetzt das wieder? A mal b Klammer zu mal c. Und hier gilt auch a mal b ist gleich b mal a. So, ein neutrales Element gibt es auch, das ist die 1, 1 mal a ist gleich a mal 1 ist gleich a. Aber was mir hier fehlt, ist ein inverses Element. Also, da ich habe es gibt gar kein inverses Element, weil die Division hier immer noch nicht gegeben ist.
Also ich betrachte immer nur Addition und Multiplikation. Ne? Wo wir auch gleich beim Thema sind. In der Schule lernt man ja, dass es vier Grundrechenarten gibt. Ne? Plus, Minus, Mal und Geteilt. Ja. Und im Abstrakten, wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, die Subtraktion, das ist doch eigentlich nur eine negative Addition. Und ja, dadurch kann ich ja schon mal sagen, okay, die Subtraktion ist somit keine Grundrechenart mehr. Ne? Und bei der Division ist das Gleiche. Ne? Ist ja eigentlich nur das Gegenteil zur Multiplikation. Also kann ich doch sagen, ne, Division ist auch keine Grund, kann auch keine Grundrechenart mehr sein. Und deswegen gibt es eigentlich nur zwei Grundrechenarten, und zwar Plus und Mal. Die anderen beiden sind Inverse, ne, weil die ja das Gegenteil machen, jeweils. Ja. Dann gucken wir mal weiter. Wie sieht es denn mit den rationalen Zahlen aus? Also die ganzen Zahlen kann man sagen, ne, da habe ich bezüglich der Addition eine Abelsche Gruppe und bezüglich der Multiplikation bleibt es allerdings immer noch bei einer Halbgruppe. Ist zwar schon monoid, aber das hilft mir nicht dabei, dass die Menge der ganzen Zahlen ein Körper werden kann. Also die Menge der ganzen Zahlen können kein Körper werden. So, gucken wir uns mal die rationalen Zahlen an. So, auch wieder Plus und Mal. Ne? Also, bei denen gibt es keine Chance. Und hier haben wir allerdings einen Ring. So. Bei den rationalen Zahlen. Ich mach's jetzt mal mit der Gruppe. Also gucken wir uns mal die einzelnen Gruppen an, sonst ist nicht so viel Schreiberei. Das haut dann zu doll auf die Konzentration. Bezüglich der Addition, ne, also die rationalen Zahlen bezüglich der Addition, ne, allerdings so, zack, so. So, da haben wir eine Abelsche Gruppe. Und wenn ich mir die rationalen Zahlen bezüglich der Multiplikation angucke, oh, da haben wir auch wieder eine Abelsche Gruppe. Und damit ist das Ding ein Körper. So. Wie sieht es mit den irrationalen Zahlen aus? Bezüglich Plus und Mal. So. Ich lasse mal kurz einen Moment Zeit zum Nachdenken. Wer mit den Zahlenmengen noch nicht so Bescheid weiß, ganz am Anfang, vielleicht mache ich es noch, wenn ich es hochgeladen habe, dass ich dann nochmal einen Verweis zu dem Video Mengenlehre mache. Da werden dann die Zahlenmengen beschrieben. Also wer bis hierhin die
die Symbole für die Zahlenmengen noch nicht kennt, dem empfehle ich mal, die Mengenlehre anzugucken. Okay. Ja. Bei den irrationalen Zahlen, die kann ich ja nicht durch einen Bruch darstellen. Also kein einziges Element lässt sich durch einen Bruch darstellen. So. Und ich habe aber in den irrationalen Zahlen, weil ich ja schon keine ganz rationalen Zahlen habe, habe ich weder eine 0 noch eine 1. Also ich habe bezüglich der Addition und der Multiplikation jeweils nur eine abelsche Gruppe. Weil die Addition und Multiplikation auch bei den irrationalen Zahlen kommutativ ist. Also reicht das nicht. Es ist weder ein Ring noch Körper. So, wie sieht denn das aus bei den reellen Zahlen? Bezüglich Plus und Mal. Ja, kann man gucken, was bezüglich Plus, ne? Da haben wir eine abelsche Gruppe. Assoziativgesetz gilt. Kommutativgesetz gilt. Ein inverses Element habe ich bezüglich der Addition auch. Und ich habe auch zu jedem Element auch ein inverses Element. Passt. Haben wir eine abelsche Gruppe. So. Und dann noch bezüglich der Multiplikation. Ne? So. Ja. Da haben wir die das Assoziativgesetz, das gilt, das Kommutativgesetz gilt, das dann haben wir zu jeder also was ich bei den rationalen Zahlen noch vergessen hatte, die beiden Distributivgesetze gelten auch. Ne? Es gibt da immer zwei eben, Linksdistributivgesetz, Rechtsdistributivgesetz. So. Bei den reellen Zahlen habe ich bezüglich Multiplikation auch noch ein inverses, ja, erstmal ein neutrales Element, die 1. Und ich habe zu jedem Element auch ein inverses Element. Ne? Sodass wiederum 1 rauskommt. Ja, also in reellen Zahlen einen Körper. Ja, in komplexen Zahlen, die sind, ja, wie der Name schon sagt, die sind nicht ganz einfach. Aber da kann ich so schon mal sagen, das kann man auf dem Internet nachlesen. Ja, die sind auch ein Körper. Okay, das soll es hierzu gewesen sein. Jo, schönen Dank fürs Zuschauen.